Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Swobo und ihr werdet es nicht glauben, ich bin heute direkt vor der Haustür unterwegs. Eine Radtour im Münsterland, in Havixberg und einmal nicht im Ruhrgebiet. Also fast schon ganz was Neues für mich, habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Und was auch ganz Neues, ich habe die Radtour jetzt nirgendwo bei Komoot oder im Internet gefunden. Nein, ich habe die aus einem Buch herausgefunden. Dieses Buch habe ich zum Geburtstag von meinem lieben Nachbarn geschenkt bekommen. Und ich habe auch einen besonderen Anlass, dass ich heute die Tour hier geplant habe. Ja, ich habe richtig eine Tour geplant. Das ist ja auch schon was Besonderes für mich. Eigentlich setze ich mich ja sonst aufs Rad hier in der Gegend und fahre einfach los. Nein, diesmal habe ich mich richtig vorbereitet. Und warum? Das erkläre ich euch jetzt. Ja, liebe Leute, der Grund, das sind die beiden hier. Die beiden haben mich vor einigen Monaten schon mal angeschrieben. Die machen nämlich gerne Urlaub hier im Münsterland und die kommen eigentlich aus der westlichsten Ecke aus Deutschland. Selfkant ausgesprochen. Kreis Heinsberg. Ja. Da kommen die beiden her und wie gesagt, die machen gerne Urlaub im Münsterland. Wir haben uns schon mal auf dem Bierchen getroffen hier vor ein paar Monaten. Jetzt machen sie wieder Urlaub hier und haben mich angeschrieben, ob ich nicht Zeit habe, Lust habe, eine Tour zu unternehmen. Habe ich natürlich spontan ja gesagt und dann habe ich herausgefunden, ja, da musst du ja auch ein bisschen was vorbereiten, muss ja was zu bieten haben, sonst radel ich mal einfach hinterher und lass mir von euch dann die Gegend zeigen, wenn ich so eine Zuschauertour mache und jetzt bin ich mal gefordert. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, dass ich hier Fremdenführer spiele und ja, lasst euch mal überraschen, wo es heute hingeht. Ich bin ja auch ein Gastgeber hier, ne? Ich habe die beiden gerade gar nicht richtig vorgestellt. Sie heißen Ilse und Uwe und der Uwe hat mich gerade damit überrascht, dass er heute ein Video davon macht, wie ich ein Video mache. Ich bin jetzt mit meinem Funkmikrofon und mit dem Funkmikrofon vom Uwe verkabelt. Da kann beim Ton heute ja gar nichts mehr passieren. Dibi Dobby. Ich habe heute auch meine neue Kamera, die Insta360 Go 2 dabei. Mit der umgedrehten Käppi auf dem Kopf versuche ich mal so spontane Aufnahmen nach hinten damit zu machen. Bin gespannt, ob das was wird hier. Richtig was los hier auf dem Sonntag heute. Da hat der Gegenverkehr hier. Was hier mittlerweile auch typisch für die Gegend ist, ist hier rechts und links der Mais. Und das nicht unbedingt als Futter für die Tiere, sondern eher so als Futter für die Biogasanlage. Das ist jetzt hier heute so wirklich ärgerlich. Das ist nämlich eine richtige Sehenswürdigkeit hier, die Burg Hülshoff. Macht heute wenig Sinn, das Ganze zu besichtigen. Hier ist nämlich eine Ausstellung Gartenträume. Da sind so viele Leute, wenn man die parkenden Autos hier sieht. Auweia.
Hier im Wald gibt es auch eine kleine Sehenswürdigkeit. Bei Komoot heißt sie die Brücke im Wald. Stimmt ja auch irgendwie. Die kleine Wasserburg hier, das Haus Vögeding, da wollte ich immer schon mal wissen, was die Mietwohnung hier wohl kostet. Muss ich auch noch mal irgendwie rauskriegen. So, hier am Rüschhaus haben nicht nur viele Menschen, sondern auch eine leere Bank gesichtet. Das wollte ich sofort ausnutzen hier, um eine Pause zu machen. Und da hinten ist sogar eine Sitzgruppe, wird immer besser. Boah, Leute. Luxus. Habe ich natürlich extra für die Tour heute hier reserviert für die beiden. Ne? Ja, eigentlich habe ich ja gedacht, dass ich der Gastgeber hier heute bin. Ne? Ja. Dass ich die Radtour vorbereite, aber auch hier werde ich verwöhnt heute. Ja. Und kriege hier, was hast du dir verdient? Ein Geschenk zum Auspacken. Was da wohl drin ist. Lass mich mal raten. Eine Dose Fanta ist es nicht. Obwohl es ja orange ist. Ah, guck mal. Lecker Weizen. Tippitoppi, ne? Genau so ist es. Tippitoppi. Oh, hier ist der Kinder, die Kinderbank, ne? Aus dem Kindergarten. Ja, sehr schön. Die Kleinen nach hinten. Bitte. Ja. Prost. Prost, ja, schön, das hat geklappt heute mit der Tour. War bis jetzt schon ganz schön. Erkenntnis des Tages heute. Im Sommer ist es warm und in der Sonne ist es richtig warm. Und kann man fast schon anbrennen hier heute Mittag. Mann, 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 Mann. Man heißt ja auch Sonntag, ne? Was will man erwarten? Blick auf die ganzen Sehenswürdigkeiten, die gibt es von mir mit der Kamera leider nicht. Es sind viel zu viele Menschen und vor allem auch viel zu viele Kinder. Das gibt bei YouTube immer richtig Stress, wenn man die einfach so filmt. In meinem Buch steht, dass hier gleich einer der schönsten Radwege bei Münster kommt. Da bin ich ja schon mal gespannt hier. Es ist im Norden von Münster, Nienberge, Häger heißt das hier. Was nicht in meinem Buch stand, dass hier so viele Leute unterwegs sind, dass es mich nicht wundert, wenn wir gleich im Stau stehen. Zum Glück fahren hier alle in die gleiche Richtung. Ja, liebe Leute, ich frage mich gerade, ob das wohl richtig ist hier. Mit Navigation habe ich das ja nicht immer so, wer regelmäßig meine Filme hier guckt bei YouTube, der weiß das ja auch. Daher, die beiden dürften das auch wissen. Schauen wir mal, wo wir hier ankommen. Man muss ja auch mal spontan sein. Ist das nochmal so ein guter Mikrofontest mit der Go 2. Weil es auch gerade massiver Gegenwind ist, ob man mich überhaupt verstehen kann, ne? Weil ich jetzt auch die Püschel aufgeklebt habe. Habe ich aber noch gar nicht gezeigt. Ne? Werde ich gleich noch mal ins Bild rücken.
um eine Windmühle zu sehen, muss man gar nicht erst nach Südholland fahren. Nein, auch hier im Münsterland, guck mal, die ist zwar noch nicht ganz fertig, aber ich bin ganz optimistisch, dass da irgendwann auch noch Flügel dran kommen und die dann bestimmt irgendwann auch funktionieren wird. Guck mal, Eis, Grillfleisch. Muss ja mal gucken, ne? Da müssen wir mal gucken hier, ne? Frische Eier vom Land, Honig, Nudeln, Eierlikör. Videoüberwachung, ja stimmt, ich filme das gerade. Eierlikör gibt es ja auch. Tippitoppi, ne? Ja, liebe Leute, hier im Hintergrund seht ihr die alte Stiftsmühle Hohenholte. Hohenholte gehört zu Havixbeck, der Ort, in dem ich halt lebe. Darf nur halt kein Hohenholter hören, dass ich das gesagt habe. Die sehen das natürlich ein bisschen anders. Und wenn ihr euch vielleicht schon gefragt habt, warum Ilse und Uwe, nicht warum er hier filmt, sondern warum die hier so ein Headset aufhaben. Die beiden sind halt mit Funk verbunden und können sich dann unterwegs unterhalten, ein bisschen über mich lästern. Und die haben sich das angeschafft, haben sie mir erzählt, weil die beiden sich beim Radfahren mal verloren haben an der Ampel. Und so haben sie bis zu knapp einen halben Kilometer, glaube ich, ne? Ja. Funkverbindung. Habe ich zu Hause auch schon mal angesprochen, das Thema. Meine Frau möchte das nicht haben. Die sagte immer, ich quatsche ihr zu viel. Verstehe ich gar nicht. Könnt ihr das verstehen? Ich verstehe das nicht. Man kann sie wegschalten? Ach so, also sie könnte mich wegschalten. Das will ich ja auch nicht, ne? Also wenn ich mir sowas anschaffe, dann soll meine Frau das ja auch alles mitbekommen, ne? Oh weia. Ja, liebe Leute, es sind knapp 25 Grad hier auf dem Sonntagnachmittag. Wir haben knapp 35 Kilometer schon geradelt und so langsam wird die Energie knapp. Also nicht im Akku, sondern der Uwe sagt, wir müssen nachtanken, wir müssen mehr Flüssigkeit zu uns nehmen. Heißt, wir müssen jetzt eine Gaststätte suchen.
So, Endspurt hier heute mit knapp 35 km/h. Ziel Biergarten. Und ich hoffe, da ist auch ein Plätzchen für uns frei. So schönes Wetter, so viele Leute unterwegs hier. Ja, mal Daumen drücken. Ja, liebe Leute, gut 40 Kilometer war die Strecke jetzt heute lang. War eine herrliche Radtour. Und wie gesagt, ich habe es in einem Buch gefunden hier, Radeln für die Seele. Ich verlinke euch das auch unten in die Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Gibt es auch für verschiedene Regionen in Deutschland. Diese war die Auszeittour Nummer 2 aus dieser Folge hier, Münsterland. Und mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, den beiden auch. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen hier im Biergarten. So, ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr seht mich nächste Woche wieder. Dann allerdings wandern. Ich bin jetzt am kommenden Wochenende in Duisburg, Mammutmarsch. Schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, das Wetter wird gut. Und die Schuheinlagen halten. Bis dahin, tschüss, euer Swobo.